Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 2. Ja, wir hatten angefangen mit der Hauptstrecke München-Augsburg Szenarien zu spielen und machen dementsprechend heute mal mit dem nächsten weiter, nämlich mit der ICE-Zeit. Dauert circa 40 Minütchen. Ja, und wir sollen den ICE, die Steuerung eines ICEs übernehmen. Und erreichen ihr Ziel, während sie unter eisigen Bedingungen ankämpfen. Natürlich die besten Voraussetzungen, weil mir sowieso kalt ist, aber wir machen das. Ganz easy. Ich bin mal gespannt. Also schwerer als der Rand der Rampe. Die Rampe hochfahren bei Schnee kann es nicht sein. Von daher, bin ich da guter Dinger. Ja. Euch auf jeden Fall viel Vergnügen. Und mal schauen. Also ICE-Zeit. München Hauptbahnhof. Willkommen zum verschneiten Augsburg Hauptbahnhof. Bitte begeben Sie sich zum Führerstand Ihres ICEs. Aufgrund der eisigen Bedingungen fahren einige Züge langsamer als sonst. Ja. Das kriegen wir wohl so gerade eben hin. Jetzt ist die Frage, muss ich vorne oder hinten einsteigen? Da. Folgen Sie der Markierung zum Zug. Okay, wir müssen sie anlassen. Zumindest die hier. Mal schauen. So. Das ist aber auch gut am Zausen hier, na? Also. Ab in die warme Karre. So. Setzen sich in den Lokführersitz. Tun wir doch gerne. So. Dann machen wir erstmal hier das Wichtigste. Einmal Schalttür. SIFA an. PZB an. LZB an. So. Richtungswender vorwärts. Haben wir. Dann brauchen wir Türen rechts. Endregeln. Beleuchtung 1. Grundbild. Hat das geklappt? Oder hat das nicht geklappt? Ah, das hat geklappt. Leuchtet ist er. Was brauchen wir noch? Scheibenwischer. Erstmal auf unregelmäßig. Dann brauchen wir Scheibenwischergeschwindigkeit. So. Dann brauchen wir noch Führerstandsbeleuchtung. Die kann ausbleiben. Ja, die kann so bleiben. Sand. Gut. Rechts kann man schon mal verriegeln. Zack. Perfekte Voraussetzung, um überhaupt irgendwas zu erkennen. So. Ach komm. Oh, wunderbar. Sollte wohl reichen. Ja. Wir haben noch 10 Sekündchen zu warten. Dann haben wir hoffentlich auch direkt schon ein grünes Signal. Ich bin mal gespannt. Bremse können wir halt lösen. Instrumentenbeleuchtung an. So, Federspeicherbremse lösen. AFB müssen wir noch einschalten auf V-Freigabe. Grundbild. So, dann fahren wir mal bis München-Pasing. Mehr soll das auch gar nicht sein, angeblich. Ich bin mal gespannt. Wechselblinken aus. So. Na, hatte ich den jetzt auf 40 gesetzt? Ja. Also, wenn alles klappt, so wie ich mir das vorstelle, vielleicht brauchen wir doch Führerstandsbeleuchtung.
Sollte aber alles gut gehen. Wir sollten vielleicht doch den Scheibenwischer stärker anmachen. Andauernd. Und ja. Haben wir irgendwie eine Lüftung? Klimaanlage. Die setzen wir mal Vollgas. Habe ich noch was? Federspeichertransparenz. Fahrgaststutzstufenüberbrückung. Die machen wir Scheibe zu. Hinterkupplungsklappe öffnen. Naja, sonst haben wir nichts. Gut, dann fahren wir einfach mal gemütlich. Aber irgendwie ist meine Maus gerade ein bisschen nervig. Und sie gibt Widerworte, aber ansonsten passt schon. So, wir dürfen hier auch nur... Wir dürfen hier sogar ein Gipi schneller fahren. Ah, egal. Ich fahre trotzdem meine 40. Dann bin ich auf sicheren Seite. Ja. Und dann mal schauen, was noch so kommen wird. Ja. Bis wir hier raus sind. So, das heißt, wir können dann hier hinten gleich auch... Naja, komm, ab hier. So. Können wir mal erhöhen auf LZB-Führung. Jetzt ist eh egal. Gut. Können wir die eh auf Vollgas setzen. Rest regelt die LZB ab hier. Dann ist das eh wurscht. Von daher. Gemütliches Fahren. Hoffe ich, denke ich. Leistung mal Vollgas. Und wunderbar. Dann warten wir noch eben, bis wir am Ende unserer Reise angekommen sind. Zack. Wunderbar. Ah, er dreht durch, er dreht durch. Dann machen wir ein bisschen Leistung runter. So auf 80, ja, 85% sollte reichen. Und dann mal schauen. Also aktuell dürfen wir 160 fahren, sagt das kleine Computerchen in der Mitte. Und mal, ja, mal schauen. Mein Lieblingswort, oder? Mein Lieblingssatzfolge im Moment. Mal schauen. Nee, aber... Jo. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch was passieren wird oder ob wir wirklich bis München einfach durchfahren und nichts passiert. Bisher sagt die LZB kein Problem, wir zimmern durch. Schön unsere 150, 149. Na? Ja, hält das Tempo. Von daher ist das wohl schon okay so. Ja. Da kommt uns ein ICE entgegen. Auch ganz nett. So. Ich bin auch mal gespannt, wie schnell wir überhaupt fahren dürfen auf der Strecke. Bis München-Parsing. Ich meine nur 200, ne? Ah ne, der ist drüber, der ist drüber. Schon mindestens 220 oder 230, was die LZB jetzt angepeilt hat. Und ja. Entsprechend dessen können wir mal ein bisschen Zeigziehen machen. Haben sogar einen schönen langen Zug heute. Am Start. Weg ist er.
Also ich komme mit der Ansteuerung schon fast nicht hinterher. Interessant. Und weg ist er. Ja, gut, also bei dem Tempo, welches wir auch immer hier haben, 212. Ich lasse den Tacho jetzt mal offen. Dann kann man besser erkennen. Und ja. Aber ich brauche nicht hinterhergehen zum Trainspot, das schaffen wir gar nicht. Also es war ja schon mit Shift gedrückt. Fährt der Zug trotzdem schneller. Boah, genauso schnell, das bringt nicht. Also jetzt wahrscheinlich schneller, aber jetzt mal auch einen Ticken flotter als gerade eben. Und ja. Oh, theoretisch sind wir in 20 Minuten durch. Wenn wir Tempo halten bis München. Wobei ich mir das bei den Wetterverhältnissen eigentlich nicht vorstellen kann. Aber wer weiß, ne? So. Sollten wir schon die Ziffer drücken. Ist auch die Frage, wie lange die LZB überhaupt geht. Ob die jetzt wirklich bis München durchgezogen ist oder nicht. Weiß ich bis jetzt auch nicht auswendig. Aber gut. Scheint auf jeden Fall sehr viel Abwechslung jetzt zu sein, ne? Also fahren geradeaus, leichte Kurven. Also, die Strecke lädt auch nur zum Rasen ein. Das muss man ganz klar sagen. Ja, also. Jetzt wirklich was Besonderes passiert hier, glaube ich, nicht so. Wir können jetzt mal gucken. Man sagt echt nur München-Parsing, wa? Und Hauptbahnhof. Um 58 und 45. Dann sind wir eine halbe Stunde schon durch. So. Ah, sorry. Ja gut, also eine halbe Stunde ab hier noch, dann müssten wir durch sein. Vielleicht auch was schneller. Mal gucken. Wir sollen in einer Viertelstunde im Parsing sein. Mhm. Aber gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Zumindest ist das der Plan. Ah, also. Kann sich auch ganz schnell ändern. Ja. Interessant ist auch, dass man hier keine SIFA sieht. Oh, wir werden, glaube ich, abgebremst. Zumindest heißt das G, meine ich, dass man zu schnell fährt. Ja, jetzt bremst die SIFA uns auf. Quatsch, die LZB. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Wir haben eigentlich noch 30 Kilometer Fahrzeit. Ah. Jetzt schaltet es wieder frei. Okay. Interessant. Aber vor Max ist anscheinend 230. Jetzt bremst er uns wieder ab. Also das heißt, das ist irgendein Zug vor uns im Weg. Ja, jetzt bremst er uns wieder ab. Bestimmt wieder auf 215, dann ist der wieder weg. Aber dann hat er jetzt auch vor uns wahrscheinlich wieder genug Luft aufgebaut. Oder bremst er uns jetzt komplett ab?
bremst uns komplett ab. Jetzt wird's interessant. Also ich habe den Fall noch nicht gehabt, dass ich so rabiat abgebremst wurde. Aber okay. Ja. Aber bis jetzt, jetzt wieder. Wir haben auf jeden Fall einen Zug vor uns, der, ich schätze mal, so um die 180 bis 200 fährt. Das wird er uns nicht immer wieder so rabiat abbremsen. Aber er ist immer noch weit genug weg, dass wir kein rotes Signal kriegen. Aber hier sieht man ja. Jetzt sind wir direkt wieder im nächsten Block und zack, bremst uns wieder ab. Also, er beschleunigt zwar noch, aber sie geht wieder runter und ja, da ist das Symbol schon. Nach dem Motto, abbremsen. Interessantes Ding auf jeden Fall. Habe ich so noch nie gesehen, aber cool. So. Kurzzeitig frei. Und jetzt bremst er uns direkt wieder raus. Weil da ist irgendeine Karre vor uns, die wirklich scheinbar so um die 180 km/h fährt. Würde mich jetzt natürlich interessieren, in welchem Abstand dieser Zug vor uns fährt. Weil da kommt uns nochmal ein ICE entgegen. So, wir haben jetzt ja gerade ein bisschen Luft. Das heißt, können mal gucken. Kann man die überhaupt erkennen? In welchem Abstand fährt dieser LZB-Zug? Zack, zack, zack. Hier. Hier ist er. Ist auch ein ICE. Und der ist alleine. Also wir tingeln dem ICE hinterher. Gut zu wissen. Jetzt kriegen wir auch einen Halt angezeigt. Wahrscheinlich muss ich selber bremsen. Ich weiß es nicht. Gut, wenn die LZB wieder frei sagt, können wir mal ja gut, LZB sagt frei, also kann man wieder beschleunigen. Wir lassen das beim nächsten Mal einfach wirklich mal durchsemmeln. Ich will wissen, ob der dann über Rot fährt oder nicht. Oder ob der wirklich beim rot zeigenden Signal dann auch anhält. Wäre jetzt eine interessante Sache auf jeden Fall. Ja. Also wir werden auf jeden Fall jetzt wieder abgebremst sofort. Okay, jetzt frage ich mich auch schon, wie langsam dieser ICE wohl fahren wird. Also wie kriegen wir da jetzt wieder ein freies Signal? Okay. Aber gut, ist jetzt der Computer geschaut. Also das heißt, theoretisch dürfen wir erstmal kein haltzeigendes Signal bekommen. Aber gut. Im nächsten Block kriegen wir auf jeden Fall, so wie es aussieht, Halt. Sieht sehr danach aus. Also 140 km/h ist echt wirklich schon ein bisschen sehr langsam.
Aber gut. Alles frei angeblich? Ja, nee, aber auch nicht wirklich. Also. Ich bin mal gespannt, was jetzt passieren wird. Wäre auch cool, wenn jetzt wirklich die LZB bis zum Ende da vorhanden bleibt. So, wir kriegen jetzt einen Halt erwarten. Da wir noch LZB gebunden sind anscheinend, drücke ich mal gar nichts, sondern warte einfach ab, was passiert. Bremst er den Zug bis dahin ab oder nicht? Oder haben wir jetzt an das Szenario verloren? Ja. Aber scheint wohl zu passen bisher. Wie auch immer, auf jeden Fall haben wir noch 11 Kilometer, bis wir dann in Parsing sind, oder 10. Darauf müssen wir auf jeden Fall achten, weil da wird der Zug vorbeifahren. Ja. Aber er bremst mich jetzt wirklich fast komplett auf Null aus, ne? Also auf 120. Jetzt wieder 140. Und das scheint wohl im Raum München wirklich ein bisschen voller zu sein. Aber gut. S-Bahn fährt anscheinend gar keine mehr. Ich habe auf jeden Fall noch keine gesehen, seitdem wir unterwegs sind. Theoretisch dürfte er jetzt nicht ausgehen. So. Dann sagen die jetzt mal auf 160. So. Achso, ich wollte ja. Jetzt ist die E zu Ende. Ja. Gut. Dann halten wir mal an. Jetzt ist nur die Frage, wie weit ist es noch? Da war der 1000 Hertz Magnet, ne? Ja. Mal eben gucken. Ja, 1000 Hertz heißt noch, ich glaube 1000 Kilometer. 1000 Meter. 1000 Kilometer wäre schön. Ja. Aber wir rollen mal. Oh, wir haben eine S-Bahn. So. Dann lassen wir dich wieder auf 90%.
Und ja. Gut. Und dann da vorne wieder halt erwarten zu bekommen. Ja. Was habe ich denn jetzt gemacht? Das war doch grün! Was hat er denn jetzt? Da stand doch grün drauf, auf dem Signal. Und da, hier ist Tempo 160. Was soll denn der Blödsinn jetzt? Naja gut, egal, da vorne haben wir dann eh so wieder, wie das aussieht, halt. Kann auch sein, dass da jetzt noch ein Bahnhof erst auf uns wartet. Ah ne, jetzt mal wieder frei. Hm. Das war auch ein Bahnvergleich Gleis kriegen wie der, deswegen dann noch was warten müssen. Kann natürlich auch sein. Oh, wir werden es gleich sehen. Hm. Das werden wir aber gleich sehen. Aber ich finde es auch interessant, dass der mich dann jetzt immer nur Vollgas und Stehen anbietet, aber nicht irgendwie so eine Zwischenstufe, also 40 km/h oder so, dass du langsam auf das in den nächsten Block zackeln kannst. Das macht er nicht. Okay, ich weiß jetzt auch nicht, ob die das Signalbild geben können. Ich glaube, das sind aber nur Blocksignale hier. Aber gut. Halb Kilometer müssen wir eher bremsen. Aber da kriegen wir jetzt auch. Ne, wir kriegen so jetzt ein freies Signal. Auch wenn es ein bisschen laggy ist, aber. Hm. Abbremsen müssen wir ohnehin. Ab jetzt? Ja. Ja, gut. Jetzt kriegen wir auch einen Halt erwarten. So. Dann lassen wir mit der AFB da mal eben in den Bahnhof reintingeln. Man sollte die aber hinkriegen, denke ich. Wir kriegen ja jetzt eh gleich Halt, also von daher, oder Halt erwarten. Von daher halb so wild, aber. So. Keine TÜV-Freigabe. Ne, im Moment noch nicht. Im Moment noch keine TÜV-Freigabe. Interessant ist auch, dass der die 85 in der Mitte blinkt, also auf dem Display, aber hat nicht. Habe ich jetzt Wechselblinken oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei. Fakt ist, da vorne haben wir gleich ein rotes Signal. So. 100 Meter, 150 Meter müssen wir noch. Und ja, so, ist ein schöner Bahnsteig, ja. Ne, ist noch ein Stück. Ist noch wirklich ein gutes Stück. Ja,
haben wir eine Minute Verspätung bis zwei. Ist halb so wild. Sag ich mal. Ist ja eh rot. Boah, wir brauchen den aber echt auf gesamter Länge, wa? Wenn ich das so sehe, ja. Wir brauchen den wirklich auf kompletter Länge. Bis da hinten hin. Boah. Hat gepasst. Weil ich wollte jetzt. Machen wir jetzt doch lieber so, als ob wir da rüber rutschen. Egal. Türen entriegeln. Bremse kann man wieder lösen. Ich kann auch nicht mal mehr das Signal erkennen. Ha. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Ne. Ich kann nicht sehen, ob wir freie Fahrt kriegen oder nicht. Was mache ich dann eigentlich in der Situation? Was macht man in der Situation? Kann ich hier ein Fenster öffnen? Nö. Also, nö. Sehen durch das. Würde ich da jetzt im Normalfall nicht. Hm. Komisch. Also jetzt unter normalen Voraussetzungen würde ich es wirklich nicht sehen an der Position, wo wir gerade stehen. Okay, ich meine, wir sind auch ein bisschen weit gekommen noch, ne? Also. So, gut. Wir machen mal die Tür zu. Ich gehe jetzt davon aus, dass der jetzt auf grün schaltet. Sag ich ja. Aber ich würde es normalerweise, egal was ich jetzt mache, nicht sehen. Ich müsste wirklich rausgehen. So, also erstmal dich wieder auf 80. Warum fährst du? AFB ist doch gar nicht offen. Das sollte jetzt eigentlich nicht so sein. Eigentlich dürftest du gar nicht fahren. So. Denn die AFB ist noch auf 0. Jetzt darfst du. So, gut. Dann fahren wir jetzt mal eben die 7 Kilometer bis zum Hauptbahnhof rein. Druck der Eingriffe. Druck der Eingriffe. Druck der Eingriffe. Druck der Eingriffe. Ja. Druck der Eingriffe. Dann beeinflusst du uns mal den Zug. Wie schnell darf ich hier überhaupt rumtingeln. Ja, scheinbar wirklich die 100. Dann tun wir halt auch einfach mal. Und dann sind wir angeblich in 10 Minuten im Hauptbahnhof. Ich schätze mal einen Ticken eher. Ich hoffe es. Entschuldigt mich. Ja. Jetzt für meine Geschwindigkeit oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich für das Nachbargleis auf der rechten Seite. So. Also das war ja ganz nett bisher. Ich bin mal gespannt, ob da überhaupt noch irgendwas passiert. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich fahre einfach wirklich so bis München durch und dann war es das. Aber mal schauen, ne? Sehen wir ja gleich. So. Man gut aussehen tut er ja, na, also ich sehe halt. So. Sollten vielleicht mal gucken, ob wir da
auch alles freie Signale haben. Gut. Dann bremsen wir uns mal schon mal. Vorfeld, ja. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt eh gleich ausgebremst werden. Ab hier so, weil irgendwie muss ich doch die 7 Minuten Luft da. Ja, okay, ich meine, das hatten wir bei der anderen Zugfahrt neulich auch. Fehlt schon eine Wartezeit, also ich weiß nicht. Wenn das jetzt hier wirklich die Endstation ist. Okay. Bremsen wir auf 60 runter. Boah, würde jetzt aber richtig stockdunkel, ne? Das wird jetzt echt stockduster. Gut, und ab dem... Dann haben wir gleich irgendwo vorne 60 km/h erwarten. Wahrscheinlich ab hier. Jupp. 60, 40 km/h erwarten. Dann fahren wir mit 40 da hier in den Bahnhof rein. Boah, ja, okay, es ist schon gut dunkel geworden, ne? Also. So. Ab hier ist 40. So. Nächster Halt München Hauptbahnhof. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Und wünschen Ihnen einen schönen warmen Tag. Bei diesem super, super Sonnenschein-Sommerwetter. Ja. Naja. Na gut, vielleicht sollte man doch mal sich auf vorne konzentrieren, dass wir da nicht zu schnell reinsemmeln. Wir müssen da hinten ja auch zum Stehen kommen. Na, also ist ja manchmal ein Kopfbahnhof. Oh, zumindest auf der Seite, auf der wir gerade einfahren. Von daher mal ein bisschen geschmeidiger rein. Und wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Na, also. Jo. Fahren wir nochmal eben auch wieder bis zum Ende. Aber diesmal machen wir es anders. Dann nehmen wir einfach die Leistung raus. Wie schnell sind wir? 20, ne? So. Na? Nicht vor dem Prellbock. Die gute Nase, wir sind entgleist. Wir sind jetzt echt entgleist. Ah, verdammt. Wusa. Das ist nicht passiert. Es ist nicht passiert. Es ist jetzt nicht echt passiert. Oh Mann. Ja gut. Ja. Es ist passiert. Ich bin vom Prellbock gefahren und entgleist.
So viel Pech kann man doch nicht haben, oder? Ey, da fahr doch vielleicht 10 km/h. Ich meine, okay. Der Zug kann das nicht ab, wenn man davor fährt. Das ist richtig. Ah, Wusa. Ja. Also, wir sind entgleist. Ja. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Und dann sehen wir uns nachher bei der Bahnhofseinfahrt wieder. Ich glaube, da machen wir so. Ja, und damit sage ich dann mal bis gleich. Und dann sehen wir uns quasi an dem Punkt, wo ich angefangen habe, rumzugucken, was man so machen kann, wieder. Und bis später. Weil ich weiß nicht, ob ihr das euch nochmal angucken wollt, nochmal durch den Schnee zu fahren. Ich glaube nicht. Ich hätte auf jeden Fall jetzt keinen Bock drauf, weil die Fahrt war jetzt so spannend. Ah. Ja, gut, dann machen wir das so und dann sehen wir uns einfach bei der Bahnhofseinfahrt wieder und vielleicht packe ich es diesmal. Ich speichere auch vorher. So, bis nachher. So, liebe Leute, wir hatten Glück. Es gibt noch einen Checkpoint im Spiel. Wir sind also jetzt gerade im Bahnhof, wo wir soweit rausgerutscht sind beim ersten Mal. Und können jetzt nochmal die Bahnhofseinfahrt quasi komplett genießen. Ist die AFB noch an? Die AFB müsste sogar noch... Ich gehe davon aus, die ist noch... Ja, genau, ist noch alles so, wie es war. So. Okay, den machen wir nur auf 8. Ne, irgendwas ist hier faul. So, PZB war ein bisschen... zack. Wunderbar. Also PCB war ein bisschen am Rumspinnen, aber ist egal. So, wir machen die AFB wieder ein bisschen runter. Fahren da jetzt nochmal in die 6 Kilometer rein. Genau, hier hatten wir die Zwangse. Schon wieder. Ich weiß aber nicht immer noch nicht warum, oder hatte ich jetzt Wechselblinken an? So, heißt, ne, den können wir so lassen, wie es war. So. So. S-Bahn hat uns jetzt überholt in dem Fall. Okay. Das kann doch nicht. Ich wurde Prellbock gerutscht. Ich komme da nicht drauf klar, Leute. Tut mir echt leid. Also. Nee. Ich bin davon ausgegangen, da passt. Scheibendriss. Naja, egal. 6,5 Kilometer. Versuchen wir es nochmal. Leistung. Ah, die 90 waren übrigens fürs Nachbargleis. Jetzt wissen wir das auch. Nicht für meins. Aber ich war mir ja nicht sicher, ne? Also. Deswegen. Währenddessen ziehen wir erstmal mit 130 hier rein. Und ja. Ich meine, dann werden wir eh gleich abgebremst auf 60 und 40. Ich weiß noch nicht genau, auf welchem Punkt, aber irgendwo kommt das gleich. Ich meine, so knapp 3 oder 4 Kilometer vorher war das. Also nach dem Signal müsste das gewesen sein, ne? Jo. Einfach mal abwarten. Und Tee trinken. So, ab hier hatte ich angefangen rumzuspielen mit der Kamerasicht nach außen. So. Und ab hier müsste dann kommen mit der 60 als Vorsignal. Ne, war noch einen Ticken später.
Dann ist es beim nächsten Vorsignal. Denke ich, glaube ich. Wir werden es sehen. So. Hier stand irgendwas. Ja, er will jetzt auf jeden Fall, dass ich runterbremse. Ich gehe davon aus, er wird mir jetzt zwangsreinhauen. Wenn ich mit der AFB bremse. Na? Ja, er wird mir zwangsreinhauen. Das schaffen wir nicht. Räder rutschen sogar durch. Tempo 40 erwarten. So. Gut. Wir rollen auch wirklich mit den 40 da jetzt in diesen Bahnhof rein. Es muss passen. Es muss passen. Es geht gar nicht anders. Den Konsorten jetzt bewusst mit 30 fahren. So. Aber gut, dass da noch ein Checkpoint zwischengespeichert wurde. War jetzt echt Glück, habe ich nicht mit gerechnet, aber gut. Dadurch mussten wir jetzt nicht zu weit fahren. Sondern nur so gesehen die letzten 5 Minuten. Ja. Nochmal das Siefer drücken, genau, nicht vergessen. So, dann schalten wir jetzt mal runter auf 20 km/h. Ach, hier steht sogar noch ein Schild mit 30. Das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Ich weiß gar nicht, was heißt das eigentlich auf schwarzem Hintergrund? Ab hier 30 km/h? Ja, Tatsache. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich meine, ich bin hier mit 20 reingefahren, aber die 30 habe ich echt nicht gesehen. Naja. Wobei ihr auch gesehen habt, selbst die 20 km/h waren noch zu schnell. Ich hatte ja schon vorher dann Tempo weggenommen. Machen wir dann jetzt so gesehen auch. Aber ich bremse den nochmal runter auf 10 km/h. Mit der AFB, genau. So. Sind noch 200 Meter bis zum Ziel. Wenn wir gleich eine Minute Verspätung haben, ist mir das egal. Ganz ehrlich, Hauptsache wir halten artig an. So, den können wir, war das hier, Scheibenwischer können wir schon mal ausmachen. So, ich meine, das steht jetzt super. So. So, wir nehmen jetzt mal die Leistung raus. Boah, auf den Meter genau. Schaffen wir es diesmal oder entgleisen wir wieder? Auf den Meter genau? Ah, fast. Also besser geht nicht. Besser geht nicht. So, Türe auf.
Luke geht auf. Links entriegeln. Ich weiß zwar nicht, warum er das nicht macht. Ey, Kollege. Warum machst du die Tür nicht auf? Türen geöffnet. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht geklappt hat mit der Tastenbelegung. Egal. So. Wir lassen die Leute mal eben raus. Wieso sagt ihr mir 2 Minuten Verspätung? Ich sollte doch vor 58:30 da sein, oder nicht? Ja, auch interessant. Aber gut. So. Was haben wir? Warten Sie bis 58. Ja, komm, wir machen die Türen schon mal zu. Interessant ist auch nur, dass der vorderste Wagen quasi... Ne, ich kann sie nicht zumachen. Also, das scheint wohl jetzt irgendwie... ein bisschen buggy zu sein. Vermutlich, weil wir... neu geladen haben. Also, egal. So. Türen sind zu. Wir müssen noch eine... halbe Minute warten. Ja, zum Glück waren wir jetzt auch so spät da, sag ich mal. Wenn wir jetzt wirklich 10 Minuten eher hier gewesen wären, wäre jetzt echt ziemlich langweilig geworden. Ja. Und jetzt, mal gucken, was er jetzt noch will. So, die Fahrt war ja schon mal sehr angenehm hierhin. So. Federspeicherbremse anziehen. Ja. Haben wir. Richtungswende auf aus. Verlassen den Zug, um ihre Arbeit zu beenden. Ernsthaft? Ich meine, das ist ja auch leer, ne? Also. Ah, die geht von alleine zu, ne? Gut, jetzt müssen wir mal eben gucken, wo wir hin müssen. Hier. Danke fürs Abschließen dieser Fahrt. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Oh, das war's wirklich. Das gesamte Szenario war einfach nur die Zugfahrt hier hin. Ja, gut. Insgesamt wette ich eine goldene Medaille. Safe, eine goldene oder gar keine? Naja, eine goldene. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch mal ein Like. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, gerne auch mal abonnieren. Ja, wir waren eine Minute länger als geplant. Eigentlich. Plus die Entgleisung. Ja, wie gesagt, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, gerne auch mal ein Like da lassen. Ansonsten abonnieren oder auch die Glocke klingeln lassen. Ja. Wir gehen jetzt mal eben durch. Beim nächsten Mal werden wir dann voraussichtlich die Pendlerirritation in der nächsten Woche sehen. Damit nehmen wir die Steuerung einer S-Bahn und erreichen sie ihre Ziele ohne Probleme. Okay. Das ist dann für nächste Woche Freitag angedacht. Dazwischen weiß ich noch nicht, was kommt. Das ist ja, wie gehabt, eigentlich mal spontan bei mir, wisst ihr ja. Deswegen. Und ja. Oben links seht ihr ein Video, das euch YouTube vorschlagen würdet. Wird. Genau, so rum meine ich das. Unten links findet ihr die Playlist zum ICE3. Und in der Mitte die Playlist zum Trains in World 2 Let's Play von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euch noch ein schönes Wochenende. Oder halt, wann, je nachdem, wann ihr das Video seht, allgemein schönes Wochenende, schöne Ferien. Schönen Abend. Ihr kennt das Spielchen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein. Tschüss.